So, diesmal endgültig. Das ist jetzt der x-te Versuch, dieses blöde Let's Play hier aufzunehmen. Und ständig funktioniert irgendwas nicht mit diesem blöden Hypercam. Oder es flimmert oder sonst irgendwas und... Ja. Jedenfalls habe ich davon jetzt genug. Und will jetzt endlich zocken. Und zwar Lost Levels. Angeblich. Scheiße, was ist denn das immer? Angeblich ist das Spiel ja total schwer. Das gilt aber in Wirklichkeit nur, wenn man als Mario spielt. Und Luigi nicht. Deshalb spiele ich mit dem. Der ist eh viel besser. Kann höher springen und alles. Dafür ist er zwar schwerer zu steuern, aber das macht es schon. Schließlich habe ich es mit dem damals, als ich klein war, komplett ohne Save States durchgezockt. Ach, verdammt. Mache ich jetzt zwar nicht, also jetzt spiele ich mit Save States. Weil ich muss niemandem irgendwas beweisen oder so. Aber das Spiel ist durchaus schaffbar, wenn man als Luigi spielt, wie schon gesagt. Als Mario sind viele Stellen so gut wie unschaffbar. Und da braucht man dann Save States. Aber eigentlich sollte hier jetzt alles kein Problem sein. Gut, später wird es natürlich schwierig, aber jetzt noch nicht. Der Grund, warum ich jetzt so viele Saves-States und Reloads benutze, ist ganz einfach. Ich will am Ende immer die Bowsers mit Feuerkugeln fertig machen. Um zu gucken, als was die aus dem Bild springen. Nämlich nicht immer gleich. Ganz im Gegenteil. Okay, die Blume da oben hätte ich nicht gebraucht, aber... Schon allein die Tatsache, dass ich oben lang gehen kann, ist gut. Spare ich mir den ganzen Müll da unten, den keiner will. Zum Glück ist es ja auch nicht so dreckig wie im ersten Spiel, wo man dauernd durch die Fahrstühle durchfällt. Selbst wenn man genau auf sie draufgesprungen ist. Ich glaube, in Lost Level ist mir das noch nie passiert und kann wohl auch gar nicht passieren. Boah, ich hoffe echt, dass diese Aufnahme jetzt endlich funktioniert, weil nochmal von vorne anfangen will ich eigentlich nicht. Ich habe es eh schon einmal komplett durchgespielt vorhin. Und dann die ganze Aufnahme in die Tonne kloppen müssen, das war nicht so toll. Deshalb hoffe ich, dass jetzt all die Fehler weg sind. Also flimmern und flackern tut es irgendwie trotzdem. Das liegt wahrscheinlich einfach an dem Aufnahmeprogramm und dass ich viele Frames pro Sekunde aufnehme. Aber ansonsten müsste alles funktionieren. Hoffen wir einfach mal, dass es das auch tatsächlich tut. Okay, da sind wir auch schon beim Bowser-Schloss. Ich finde es nur blöd, dass sich das Hypercam nicht anzeigt, wie viele Minuten man hier schon aufnimmt. Das muss ich immer absetzen anhand von der Systemuhr. Als ich klein war, habe ich immer voll die Angst vor diesen komischen Feuerschranken gehabt. Und vor der Musik, die damals auf der NES-Version auch noch viel dramatischer war als die hier. Da habe ich Albträume davon gehabt damals. Ich weiß, es klingt verrückt, aber alles, was ich tue, ist verrückt und insofern ändert das ja nichts. Ja, hier wird es jetzt ein bisschen nervig. Komischen Feuerstrichen, die der dauernd speit. Boah, boah, ganz schön knapp. Hier springt er als Blödmann aus dem Bild. Ich weiß ja nicht, ob ich das gesagt habe, aber wahrscheinlich schon, dass ich die Goombas Blödmänner nennen. So habe ich sie damals schon immer genannt, als ich klein war.
und deshalb werde ich sie weiterhin so nennen. Und wenn man mir jetzt vorwirft, ich werde viel zu oft neu laden, immer wenn ich meine Blume verliere, dann lautet meine Antwort, ich habe dieses Spiel schon so oft ohne die Blume durchgespielt. Das ist jetzt auch ruhig mal mit der machen können. Hä? Boah, hier ist auch was. Noch eine Blume. Erstaunlich. Mit diese versteckten Teile. Spreng! Hier kann man ganz viel abkürzen. Dazu braucht man aber Anlauf. Sonst bringt es einen nicht so weit. Hier noch die letzten Blödmänner fertig machen. Läuft's eigentlich wie geschmiert. Also hin und wieder werde ich halt getroffen und lade dann meinen Safe State, weil ich ja meine Blume nicht verlieren kann. Oder will. Können leider schon. Aber ansonsten ist ja eigentlich alles kein Problem. Das obwohl ich mit Tastatur spiele. Eigentlich bin ich gewöhnt, sowas mit einem Gamepad zu zocken. Ich habe sogar eins, bin aber viel zu faul, das zu installieren. Mittlerweile habe ich mich eigentlich sogar schon an diese komische Steuerung hier gewöhnt. Also das wird schon was, glaube ich. Okay, diese Stelle nervt ein bisschen. Ich weiß, da ist ein Stern, aber meine Blume ist gerade so gut. Macht auch alles fertig. Ja, ich könnte mir hier jetzt die Münzen holen, aber die braucht ja kein Schwein. So, diese Stelle ist richtig nervig, wenn man Mario ist. Aber ich bin zum Glück ein Luigi. Bei Mario wird da ständig diesen dreckigen Anlauf brauchen, um da überhaupt hochzukommen. Und das ist richtig schwer, weil er fällt dauernd runter. Wenn man sich ein klein bisschen verschätzt. Boah, fast hätte mich der Blödmann erwischt. Ja, also wie man sieht, bis jetzt ist alles ziemlich einfach. Diese Mission hier gerade eben wäre aber als Mario alles andere als einfach gewesen. Da waren so viele Sprünge, die der nicht aus dem Stand schaffen wird. Ach verdammt, ist er weitergerutscht, der Blödmann. Ach du Blödmann, ey. Mann, nervt das. Boah, ich hab schon gedacht, er wird mich auch wieder... Nein, verdammt! Falsche Taste! Boah. Boah, jetzt habe ich ja nicht wieder alles richtig gemacht und... Klar. Mal bloß nicht wieder die falsche Taste drücken. Und den Safe State laden, statt dahin zu machen. Okay, hier cutte ich jetzt mal.